Zwei Wochen später. 100.000 Höllenhunde. Wir befinden uns jetzt schon seit 2 Wochen auf dieser hässlichen Ölsardine. So langsam verliere ich echt die Geduld. Und meine Arme, die sind auch schon ganz müde vom ganzen Paddeln. Paddock, wir hatten keine andere Wahl. Wir mussten flüchten, sonst hätten sie uns wegen unserer illegalen magischen Versuche dran gekriegt. Ich schlage vor, dass wir es mit dem Paddel abwechseln. Dann kann jeder mal eine Pause einlegen. Dann mach du doch erstmal eine Pause, Paddock. Dann fange ich wieder an, so viel zu trinken. Das ist unfair. Wir paddeln auch schon, seit 2 Wochen. Stellt euch nicht so an. Ihr könnt gleich auch noch eine Pause einlegen. Na großartig. Jetzt sitze ich hier auf diesem hässlichen Boot statt zu Hause in meinem geliebten Schloss Mühlenstein. Hey Doc, trink nicht so viel. Du musst doch gleich auch noch paddeln. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Juppie! Oh, Mist! Oh Gott, Schulze, was hast du getan? Pass doch auf, das kommt mir nie an. Ja, reiß dich doch endlich zusammen. Wenn Hedda zurückkommt, dann könnt ihr Pause machen. Riechst du es auch? Ich glaube, hier brennt es. Paddock hat bestimmt irgendwas angestellt. Ja, du hast recht. Und da vorne ist eine riesige Rauchwolke. Wir müssen schnell runter vom Boot. Also laut meinen Berechnungen dauert es noch 5 Minuten, bis das Feuer hier oben ist. Fünf Minuten. Schulze, spring! Einen riesigen Schrecken angejagt, nur weil du mal wieder so viel trinken musstest. 10 Stunden später. Haltet durch, Leute. Wir werden das schon schaffen. Was ist das denn für eine komische Gestalt da hinten? Ist das euer Ernst? Das ist ein Kreuzfahrtschiff. Das könnte uns retten. Na dann mal los. Beim Spaziergang treffen Tim und Struppi auf einen alten Bekannten namens Jim. Hey Jim, lange nicht mehr gesehen. Was machst du hier? Hey Tim, hey Struppi. Was? Ich bin gerade auf der Suche nach talentierten Sängern für eine Fernsehsendung. Ich finde da gar keine. Mach doch einfach ein Casting. Gute Idee. Wie wär's, wenn ich später zu mir ins Studio komme, dann besprechen wir weitere Einzelheiten. Okay, bis später. Tim und Struppi machen sich auf den Weg zu Jim. Der Hausmeister öffnet die Türe. Ach, hallo, willkommen. Ihr müsst Tim und Struppi sein. Folgt mir ruhig, ich bringe euch zu Jim. Hey Jim, schönes Studio. Oh hey, ich habe gerade an euch gedacht. Wie wär's, wenn ihr euch schon morgen das Casting kümmert, dann kann ich mich um die Moderation kümmern. Ja, gute Idee. Das Casting beginnt. Am nächsten Tag tritt eine braunhaarige Frau auf. Alle sind sich sicher. Sie ist die Gewinnerin. Die Show beginnt, doch die braunhaarige Frau möchte nicht auftreten. Hä? Ich kann gar nicht singen. Das war nur Playback. Was? Kannst du singen? Ja. Bitte
tritt auf, meine Karriere steht auf dem Spiel. Hm. Okay. Die Show war ein voller Erfolg. Cheers! Hey. Next adventure is called Tintin and Snowy, the adventure on the Nile. Yes. Tim besucht ihn dann. Dieser erzählt ihm von einem Schatz, der sich am Nil befinden soll. Ich habe mich durch alte Schriften gemeldet und einen Schatz entdeckt, der sich am Nil befinden soll. Wir machen uns auf die Reise nach Afrika, um den Schatz zu suchen. Tim und Struppi fahren zum Boot. Die haben das Gefühl, verfolgt zu werden. Siehst du das, Struppi? Fall es nur an, sonst fliegen wir auf. Keine Sorge, ich bin schon vorsichtig. Siehst du das Motorboot da? Ah! Was macht ihr denn hier? Professor Bienlein hat uns gebeten, auf euch aufzupassen. Aber wir dürfen nicht verraten, dass wir hier sind. Wir dürfen nicht verraten, dass wir hier sind. Ja, das ist euch ja echt gelungen. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Sie schwimmen, jedoch bemerken Sie einen Wasserfall. Der Wasserfall. Die Strömung ist zu schnell, wir kommen hier nicht mehr raus. Hilfe, Hilfe, wir brauchen schon eine Idee. Jetzt muss es schnell gehen. Haltet euch an den Vers, wir müssen den Astort erreichen. Jetzt! Struppi entdeckt eine kleine Höhle. Eine Kiste. Ich glaube, wir haben den Schatz gefunden. So viel Gold! Wir müssen schnell zum Flughafen. Die Banditen! Sie haben den Schatz! Wir müssen ihn bekommen, bevor sie den Flieger nehmen! Juhu! Wir werden reich! Hinterher! Wir stellen ihnen eine Falle. Wir müssen ihnen dort ein Bein stellen, dann haben wir sie. Ja, genau, ein Bein stellen. Jetzt haben wir euch. Sag bloß nichts, sonst bringe ich dich um. Keine Sorge, ich sag schon nichts. Gut so, und jetzt leise. Professor, Professor, wir haben hier einen Schatz gefunden. Das ist ja wunderbar. Erzählt mir doch mal von eurem Abenteuer. Also. Oh, Haddock, you're still drunk again. Let me do this. On their quest for the Lost Island, Tintin, Snowy, and their friends meet an unexpected guest. Yes, and what will the guest want from them? Hallo Tim. Hallo Professor, schön von Ihnen zu hören. Hallo Tim, wie geht's dir? Mir geht es gut, danke. Okay, reden wir nicht lange um den heißen Brei. Könntest du mir helfen, alte Kachelteile zu entziffern? Klar, ich mache mich sofort auf den Weg. Danke, Tim. Komm, Stufi. Was haben Sie vor? Was habe ich schon entziffert? Professor, drehen Sie die Karte einmal um. Moment mal. Tim, Sie sind ein Genie. Was ist das? Was war das? Daraufhin informiert Tim Captain Haddock über den Pult. Jetzt sofort machen Sie sich auf die Reise.
Sie wissen jedoch nicht, dass ein unerwarteter Besuch es auf ihre Karte abgesehen hatte. Tausend heulende Höllenhunde, wie lange dauert es denn noch? Wir sind bald da. Entschuldigen Sie, ich habe meine Karte verloren. Dürfte ich vielleicht eben benutzen? Ach du heilige Hans-Hus, wo kommt der denn jetzt her? Kapitän, seien Sie doch nicht immer so misstrauisch. Der arme Herr hat sich doch nur verlaufen. Genau, wir können meine Reservekarte. Nach langem Suchen fällt Ihnen auf, dass es sich bei Ihrem Schatz eigentlich um eine verlorene Insel handelt. Es steht Ihnen noch eines im Weg, das Meer. Oh, what should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor early in the morning? Professor, die Insel. Die Insel? Die Insel? Ja, die Insel. Nach ihrer Ankunft sperren sie aus, bis ein unerwarteter Besuch auftaucht. Du Schweißfuß, Indianer! Wo sind wir denn hier gelandet? Oh, danke sehr. Was fällt Ihnen ein, unsere Karten zu klauen? Ich wusste doch, dass hier etwas faul war. Sie bleiben jetzt hier, bis die Polizei kommt. Zurück in ihre Heimat werden sie gefeiert wie Helden. Nach einigen Jahren sieht man, wie die Insel neu aufgebaut wurde, und zwar von Tim und seinen Freunden. Dort leben sie nun glücklich in einer zusammen, bis das nächste Abenteuer auftaucht. I have to say, the Sultan was really nice, really good guy. Yeah, and I miss the Persian wine. The breast. Wanna sip? Hey, Haddock, are you serious? Aren't you ashamed of yourselves? They just need our help. Ce sont juste les fourriens, ils ont qu'à dégager. Stop it, mes chemises. Hey, what's going on here? Yeah, Thompson, what's going on? Dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. C'est fini car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela si tous les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. La, puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.
encore. Ihr seht auch noch Make-up-Artist. Und Sie? Do you like it? Are you having fun? Yes, thank you. Okay, cool. 1, 2, 3, Erasmus! Yeah.